Hallo ihr Lieben, euer Girl, Steel hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Ghost Bevel für den Game Boy Color. Auch bekannt unter dem Namen Metal Gear Solid, aber ja, den Namen werde ich offensichtlich nicht benutzen. Heute wahrscheinlich der längste Part, viel Story und viel zu schaffen. Das geht jetzt richtig ab, Leute. Wir haben im letzten Part diesen Helikopter zerstört. Und, naja, manche vermuten, dass das Chris war, die auf uns geschossen hat. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja, es war eine Frau, aber es ist nicht Chris. Und es gibt noch eine andere Frau, Leute. Ihr habt noch eine andere Frau gesehen. Und zwar, immer wenn der General uns ein Video gesendet hat, war an seiner Seite eine Frau. Ist es etwa diese Frau? Wir werden das jetzt in Erfahrung bringen. Chris! Nein! Du bist es nicht! Tut mir leid, dass ich dich enttäusche. Es ist die Frau vom General. Du bist die Stellvertreterin des Generals! Sophie Nedram. Ganz zu Diensten. Solid Snake. Keine Bewegung. Du willst doch noch etwas länger leben, nicht wahr? Steck die Waffe weg! Ist es möglich, dass die Legende tatsächlich um ihr Leben bittet? Nein, aber ich habe keine Absicht, von dir getötet zu werden. Sophie, so ein Mistvieh. Oh Gott. Das ist gruselig. Ich sitze hier vor dem Bildschirm und mir hält die Frau die ganze Zeit Pistole vor Birne. Ihr müsst wissen, ich habe einen riesigen Bildschirm und das ist übelst gestreckt bei mir auf dem ganzen Bildschirm. Und das ist so scary. Du hast aber ziemlich viel Selbstvertrauen. Ihr werdet doch alle benutzt. Sprichst du von der Black Chamber? Nein, in Wirklichkeit benutzen wir sie. Revanche gegen Fox Sound und USA. Wir kennen ihre wirklichen Ziele. Ihr wisst Bescheid, und doch! Ja. Ausbeute im Namen der Gerechtigkeit. Und andere Ideale. Wir haben jetzt alle Asse. Sie werden ärgerlich sein. Wenn ich dich jetzt hier töte. Nicht wahr? Gerechtigkeit! Die Gerechtigkeit und Ordnung, Lippenbekenntnisse eurer Gesellschaft treffen doch nur auf eure Welt zu. Freihandel, Weltordnung, alle Errungenschaften eurer privaten, exklusiven Ethik lassen Gindra für den Wohlstand der ersten Welt ausbluten. Wir sagten Schluss damit und Truppen wurden gesandt, um unseren Weg zu versperren. Aber diesmal befreien wir uns von der Einmischung der ersten Welt. Ist das dein Ideal oder das des Generals? Meins. Das ist eine Lüge! Jetzt war Snake so wütend, fliegt die ganze Welt in Luft, oder was? Das ist der Helikopter, der explodiert ist, und jetzt dreht sich der Spieß um. Tja, Sophie, dumm gelaufen. Ich sehe, dass sich das Blatt gewendet hat. Wirst du um dein Leben bitten? Nein, ich habe keine Angst zu sterben. Für die Ideale? Ja. Warum so ungestüm? Bist du jemals wie ein Stück Dreck behandelt worden? Mein Vater war Franzose. Gut, das erklärt natürlich einiges. Hä, was soll das jetzt? Mein Vater war Franzose. Ich bin wie ein Stück Dreck behandelt worden. Mein Vater war Franzose, okay. Sophie. Und jetzt dieses Easter Egg. Ihr müsst wissen, das ist ein Nintendo-Spiel, ne? Hört mal genau hin, was das für eine Melodie ist. Zelda-Fans wissen's.
So, Epona's Song. Das ist Epona's Song. Sophie's Theme ist Epona's Lied aus The Legend of Zelda Ocarina of Time. Was ein Easter Egg. Metal Gear und Zelda. Feind. Das ist einfach Epona's Lied. Er traf meine Mutter, als ihn seine Firma nach Gindra schickte. Und ich wurde geboren. Sie war nur ein Zeitvertreib für ihn. Als sein Vertrag auslief, ging er zurück nach Frankreich, ohne auch nur eine Sekunde an uns zu denken. Ich war noch ein Baby. Als er erwachsen wurde, fuhr ich nach Frankreich und besuchte ihn. Aber er gab mir nur etwas Geld, forderte mich auf, ihn nie wieder zu belästigen. Geld ist nicht die Lösung für alles, Leute. An diesem Tag lernte ich, dass weder ich noch mein Land jemals etwas anderes von eurer Sorte erwarten könnte. Ich verwendete das Geld und besuchte eine Universität in England, um neue Kenntnisse mit nach Gindra zu nehmen. Während ich studierte, begann ein Völkermord. Meine Mutter, die zu einer ethnischen Minderheit gehörte, starb durch Soldaten der Regierung. Ich flog zurück nach Gindra und schloss mich GLF an. Taten, nicht leere Worte, dachte ich. Aber die Regierung siegte und wir wurden fast aufgerieben. Dann kam er, der General. Das ist übrigens ein Unterschied, weil die anderen haben gesagt, dann kam er, Viper. Aber sie sagt, dann kam er, der General. Und plötzlich änderten sich die Dinge. Ausreichend Geld, neue Waffen und was am wichtigsten war, die Ideale, die er uns brachte. General Big Boss confirmed, oder was? Eine wirkliche Unabhängigkeit für unser Volk. Ein Land für uns selbst. Alle sahen unsere Zukunft in ihm. Ich auch. Es gab einmal eine Zeit, wo er alles für mich war. Sorry, ne, es ist immer so stockt. Kann es sein, hier noch. Ist er es immer noch? Nein. Sie hat mit dem General Schluss gemacht. Was ist denn da passiert? Hat sie ihr das Förmchen weggenommen oder was? Sorry, dass ich schon wieder die Atmosphäre zerstöre. Ich möchte dich etwas fragen. Warum nanntest du mich einen Lügnerin? Wenn ich dir offen und ehrlich hier alles erzähle. Deine Augen haben nicht die Härte von Leuten, die nur für eine Sache leben. Stattdessen wird eigentlich zusammengeschrieben. Wieder Atmosphäre erfolgreich zerstört. Stattdessen sahst du aus, als ob du mit dir kämpftest, um bei der Sache zu bleiben. Du hast vielleicht recht damit. Kann man wieder kleben? Nein, Heli, ich bin versichert. Du tötest mich nicht. Keine Munition mehr, sagte Snake mit 13 Granaten. Ich weiß, dass du lügst. Du kannst gehen. Snake, deine Freundin lebt noch. Sprichst du über Chris? Ja, Viper nahm sie gefangen. Und damit ist sie nicht die Verräterin. Wir haben im letzten Part immer so von McBride das so zugesteckt bekommen. So, ja, sie ist die Verräterin. Ich bin CIA, ich weiß es. Ich bin McBride, True American. Und jetzt ist es doch nicht. Ich habe ja gesagt, man darf keinen voreiligen Schlüsse ziehen. Was Wiese wieder deutlich verdächtiger macht, ne? Oder auch McBride selbst, der die Schuld immer auf Chris schieben wollte. Geh und hilf ihr. Ich weiß, dass sie auf dich wartet.
Selbst wenn sie nicht wartete, würde ich gehen. Was für eine glückliche Frau. Sie wäre noch glücklicher gewesen, wenn sie mich nie getroffen hätte. Okay, Snake, das bezweifle ich. Okay. Da mal eine tiefere Frauenstimme von mir. Passt halt zu ihr besser, ne? Ich kann ja eh alle Tonlagen, logischerweise. Wenn sie sich so mit Voice Acting beschäftigt hat. Snake, wir haben keine Zeit mehr. Mit dir muss viel weiter unten sein. Richtig. Ah, nee, nuschelnde Karte. Jetzt haben wir hier diese creepy Mucke. Das wird gleich so witzig. Aber. Zu den letzten Gebieten des Spiels. Okay. Zum letzten Gebiet des Spiels möchte ich halt nochmal ein paar Infos. Gindra wurde im späten 19. Jahrhundert von französischen Forschern entdeckt und wurde eine französische Kolonie. Aber bereits damals kam es häufiger zu gewalttätigen Auseinandersetzungen durch Zwangsarbeit auf den Farmen, die von französischen Unternehmen geführt wurden. Junge, erzähl mir was zum Gebiet, wo wir jetzt drin sind. Was ist das für eine Basis? Und er sagt auch nichts dazu, dass es jetzt nicht Chris war. McBride? Auch du bist das. Ich hab dich im Auge. Dies führte dazu, dass Gindra ein häufiges Diskussionsthema in der Gesetzgebung war. Na, wisst ihr, wer Verräter sein kann? Das weiß man gar nichts mehr, ne? Wiese, wie ist dein Bruder gestorben? Ich hab ihn getötet. McBride sagt es doch. Kannst du dich nicht mehr erinnern? Aber das ist doch nicht wahr, oder? Warum glaubst du das? Ich habe einfach das Gefühl, dass es nicht ganz so einfach war, wie du es erzählst. Vielleicht viel mit Big Boss, ne? In der Hölle ist ein Platz für die, reserviert, die ihr eigenes Fleisch und Blut getötet haben. Nicht nur für die, Snake, aber okay. Gut, ich wollte jetzt was sagen, das lassen wir mal lieber. Lassen wir's. Das wäre sonst zu tiefgründig. Es gibt halt noch andere Straftaten, die auch sehr krass sind. Stichwort Kinder, sagen wir es mal so. Ja. Für die ist, glaube ich, auch ein Platz in Hölle reserviert. Ich weiß selbst sehr genau darüber Bescheid. Du. Es gibt wohl keine Möglichkeit, an ihr vorbeizukommen, was? Soll das denn jetzt heißen? Mein Bruder, er war ein dummer Junge. Er hatte kein Talent dazu, aber er wurde trotzdem Söldner. Klar, du bist der talentierte Obersöldner und dein Bruder wird komplett diffamiert, ist klar. Er versuchte immer, mich zu kopieren. Es ist witzig, weil Snake sagt, kein Dorf auch nur eine Kopie von Big Boss. Während eines Konflikts wurde ich von der einen Seite angeworben und er von der anderen. Oh nein, das ist wie mit Gray Fox und Snake in Metal Gear 2 Solid Snake. Er von der Seite, die halt verloren hat. Genau wie ich es vermutet hatte, würde seine Seite jeden Tag weiter in die Ecke gedrängt. Eines Tages wurde mir befohlen, einen Entscheidungsangriff mit allen Mitteln durchzuführen. Ich hätte ihn warnen können, aber ich tat es nicht. Am nächsten Tag wurde die gesamte
Streitmacht ausgelöscht. Und er war dabei. Es war Krieg. Also nichts, wofür du... Vielleicht ist es wahr. Aber ich weiß, dass er starb und mich dafür verantwortlich machte. Als ich seine Leiche fand, hatte er den Glücksbringer, den ich ihm geschenkt hatte, halb durchgebissen. Zwischen seinen Zähnen. Ist das für ein Glücksbringer auf Wish bestellt, oder was? Die Kette in Stücke gerissen. Viele werden es wahrscheinlich hassen, dass ich so viele Codecs zeige, weil es halt viel Text ist. Aber erstens macht mir das Voice-Acting Spaß und guckt euch die Story an. Das hätte man sonst alles gar nicht mitgekriegt. Das ist wichtig, Leute. Snake, weil hier muss irgendwo ganz tief im Untergrund sein. Du musst einen Fahrstuhl nach unten finden. Metal Gear ist immer unten, du Trottel. So, jetzt haben wir einen der geilsten Soundtracks der Videospielgeschichte. Ich liebe den. Vielleicht ist das sogar mein Lieblingstrack. Der oder der andere. Wo ich immer sage, den liebe ich, den Track. Oh mein Gott, der ist so nervig, der Track, aber auch so geil. Ja. So ein geiler Track, ich liebe ihn wirklich. Hey, jetzt hier Minen sind, rast hier aus, ne? Weiß ja nie, was die sich jetzt so ausgedacht haben. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Du, du, du. Du, 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 du. Was ist das für ein Soundtrack, ey? Du, du, du. Du, du, du. Das klingt halt wie so ein Radar oder so. Versteht ihr, wie ich drauf komme? Ich denke, ihr versteht es. Seid ihr nicht dumm? Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Das ist so cool. Aber dadurch, dass es auch sonst so leise ist, der Soundtrack. Oh, hier können wir eigentlich auch lieber... Ich komme auch gar nicht anders weg. Brauchen die Störgranate. 3 Stück, geil. Und ich greife wessen Voraussetzung, wenn ihr mich fragt. Natürlich ist da ein Wachsoldat. Ist ja klar. Din, din, din. 3 Schuss für den. Das sind die stärkeren Leute. Die grauen, komischen, Metall aussehenden Wachsoldaten, so nenne ich die jetzt mal, brauchen 3 Schuss. Da müssen wir ganz zum Schluss hin. Das hier ist jetzt ein bisschen hin und her gerennt. Spielzeitstreckung würden es böse Zungen nennen. Ich finde es eigentlich ganz cool. Aber ihr seht gleich, was ich damit meine. Din, din, din. Din, din, din. Aber dadurch, dass der Soundtrack auch so böse und langsam aufbauend ist, finde ich den richtig gut. Ich mag den Soundtrack echt sehr gerne. Ja, ist richtig atmosphärisch. Din, din, din. Ja, und hier kann man sich durchsneaken. Sneaky, sneaky. Weil der guckt nämlich nur nach oben, der Troll. Ja, das wird ein langer Part, Leute. Ihr seht es wahrscheinlich schon, weil zum Glück weiß ich ungefähr, was man hier am Anfang machen musste. Nicht wieder mit Nikita rumspielen. Yay, Nikita, wir alle lieben Nikita. Durch die Türen kann man nicht. Das geht, glaube ich, nur mit Metal Gear Solid. Da ist übrigens eine sprengbare Wand, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Hier kommen wir rüber. Und hier macht's bumm. Kein Alarm? Was ist denn da los? Viper? Musst du einen Alarm sparen oder so? Was ist das denn jetzt? Okay. Das soll mir recht sein. Ach, den können wir auch so ausnocken. Gute Nacht, sleep tight. Arrivederci. Bis zum nächsten Mal. Bitte wählen Sie uns bald wieder. Soweit man auch die Kamera austricksen kann. Naja, gibt immer mehrere Lösungswege. Das ist ja schön in meinem Metal Gear.
gibt immer viele Lösungswege, wie man sich durch die einzelnen Gänge und Gebiete stealtht. Ja, und das auszuschalten, habe ich dir halt gedacht. Das war's. Snake, der Mörder. Schon wieder jemand getötet, Mensch. Was ist denn da los, Mensch? Oh, Scheiße, da haben sie mich, oder? Ja, jetzt war es zu spät, da kam ich nicht mehr raus. Life sucks sometimes. Der Alarm plötzlich weg, okay. Soll mir recht sein. Guck, hier kommen wir nämlich jetzt weiter. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Viel zu viele Wege, ich weiß nicht, wo es lang geht. Viel zu viele Wege, ich weiß nicht, wohin. What the actual. Wait a moment. Kann ich hier schon was machen? Da ist eine Kamera, die wieder einen abschießt. Nicht so geil. Müssen wir wieder Speed aufnehmen? Das geht doch gar nicht. Gucken wir erstmal, was hier für ein Quatsch ist. Wieder ein sehr, sehr langer Part. Weil ich kann euch sagen, diese Mission ist die komplette letzte Basis. Das ist kein Scherz jetzt. Was wäre, wenn ich hier hinfliehe? Okay. Hier muss es irgendwo weitergehen, Leute. Oh, ist das asozial. Hä, es kann nicht gehen. Und ja, Störgranate und Nikita geht auch nicht. Es geht nicht. BTF. Es geht nicht, Leute. Aber hier kommen wir, glaube ich, weiter. Kann das sein? Nikita meldet sich zum Dienst. Satchel Nikita. Hä? Okay, ich glaube, ich muss leider im Internet nachschauen. Ich weiß schon wieder nicht, wie es geht. Da kommen wir nur hin, wenn wir sprengen. Hätte ich das eben sprengen können, oder was wollt ihr mir erzählen? Snake schießt sich selbst ab, perfekt. Hätte das eben sprengen müssen, wollt ihr mir erzählen? Ja, wahrscheinlich. Klasse. Lieben wir. Lieben wir. Das hier kann ja nicht funktionieren. Das geht nicht. Es sind so viele Kameras, haben die extra so gemacht, damit es nicht funktioniert. Wow, das muss ich leider im Internet nachschauen. Bis gleich. Ah, Leute, ich bin dumm. Nehme ich nicht. Da ist es ja elektrisch geladen. Ich wollte gerade sagen, dann ist es auch aus. Leute, ich finde nichts im Internet, weil alle auf easy spielen. WTF? Warum spielt ihr alle auf easy? Ihr nennt euch Gamer? Kann man ja auf easy spielen. Was ist das denn? Ich habe überlegt, das Spiel auf hart zu spielen. Und ich hätte es probably geschafft mit ein paar mehr Fails. Auf easy, ey. Ihr seid keine Gamer, ihr seid Witzfiguren, ey. Wer es auf easy spielt, Witzfiguren seid ihr. Ich finde es halt, ich weiß nicht, wie es geht. Auf Easy sind da keine Kameras. Tolle Wurst, ey. Auf Easy sind natürlich keine Kameras da. Ist klar. Wie soll es denn gehen? Ich gehe gleich mal in einen anderen Raum zurück. Da muss ich was übersehen haben. Die sind halt diese blöden Kameras. Ich kann nichts dagegen machen. Da muss ich was übersehen haben. Bumm macht's da. Ja. Ich gehe nochmal zurück. Bis gleich. Ich schneide euch natürlich den Weg. Geisteskrank, Leute. Geisteskrank, was hier verlangt ist. Zwar war schon alles richtig. Man findet keinen Menschen,
Nur einen Mensch habe ich gefunden ohne Commentary, der das normal macht. Alle machen es mit Glitches oder spielen easy. Was man hier machen muss, ist geisteskrank. Das schaffe ich nie. Ich hätte ein Safe State setzen müssen, weil hier vielleicht jetzt alle Nikitas verschwenden. Ihr seht, die Nikita kann auch diagonal fliegen. Wir brauchen jetzt den perfekten Winkel. Ja. What were they thinking? Hat man den EntwicklerInnen ins Hirn geschissen? Das ist viel zu hart. So Leute, ich habe jetzt hier mal ein Safe State gesetzt. Wie soll das gehen? Diagonal, muss auch erstmal drauf kommen, ne? Immer die letzte fucking Kamera. Ich glaube, das Lowdown nicht so schnell. Ja, hier spielt jemand nicht auf easy, Leute. Ganz ehrlich, wer es auf easy spielt, ist einfach nur die größte Lachnummer ever. Come on, ey. Auf easy sind hier nämlich gar keine Kameras. Kannst du einfach easy durchfliegen. Deswegen heißt es ja auch easy. Euer Girl hat's mal wieder gemacht. Und jetzt zählt es nicht. Gut, dann laden wir ein Safe State neu. Ich mach das jetzt auch mal live mit euch zusammen, weil mich alles gerade abfuckt. Das fuckt mich richtig ab gerade, die Stelle. Diese Stelle fuckt mich gerade richtig ab. Ja, der längste Bart. Ja. Der perfekte Winkel und alles. Es ist so schlecht gemacht. Das ist halt echt schon zu schwer, muss ich sagen. Auf easy ist es zu leicht, weil wir gar keine Kameras sind. Aber das hier ist ja absoluter Grützemüll. Absolute Pisse ist das. Was soll denn das? Welches Vollkruxieren hat sich das ausgedacht? Jetzt mal ernsthaft. Ist doch krank. Danke. Blackout Viper, mögest du in der Hölle schmoren. 3 Nikita Missiles. Wir werden leiden. Wir werden sowas von leiden. Tun wir es nicht schon? Eigentlich mag ich den Dungeon, die Atmosphäre und alles. Dungeon sei schon. Sind wir hier bei Final Fantasy oder was? Ihr wisst, wie ich es meine. Den Abschnitt, diese Base mag ich. Das hat es jetzt nicht gerade in schönes Licht rücken lassen. Kann ich euch sagen. Und die Box von Snake. Noch weniger. So, jetzt sind wir wieder hier. Und das reicht halt mit Spielzeitstreckung. Weil die ganze Zeit hin und her muss. Du warst nicht im Waffenraum. Respawn? Nö. Dann spielt ihr MSX oder NES-Teil. Der respawnt alles. Hab ich verstanden. Mit 3 Nikita soll ich das jetzt schaffen, oder was? Witzig. Witzig! Haha, wir haben alle gelacht. Oh, es wird so ein langer Part, es tut mir echt leid, oder? Es ist so viel noch. Ich glaube gar nicht, wie viel es noch. Also nicht mal ein 20. von dem, was hier noch kommt. Gut, Deal. Dafür keine Codex. Was soll ich jetzt hier machen? Wait, what? Ich weiß schon wieder nicht weiter, Leute. Jetzt glitsche ich. Jetzt reicht's mir. Wo ist das blöde C4? Da ist C4. Die Richtung sollst du nicht fliegen, Snake. Ah, oh Mann, ich kann das nicht glitschen. Ich bin zu blöd für Glitches. Kannst du irgendwie mit einem C4? Ja, bei mir geht das nicht, oder? Nö, bei mir geht das nicht. Ach Mann, ich lade den Safe State neu. Bis gleich. So, ihr Lieben, ich weiß jetzt, wo es lang geht. Und zwar war es mein Fehler. Wir müssen... Seid ihr schaffen mit der Kamera? Komm ich hier dran vorbei? Ja, wir sind hier, da waren wir ja schon mal. Soll ich das mit der Kamera schaffen?
ohne die komischen Chef Grenades. Ah doch, funktioniert ja doch. Was der Erwin nicht gesehen hat, ist auch schon das achte Weltwunder, Leute. Das achte Weltwunder ist geworden. Ja, hier müssen wir hin. Das habe ich leider mit der anderen Treppe verwechselt. Wie gesagt, das war mein Fehler jetzt. Ja, und jetzt sind wir auf dieser Seite. Wunderbar, ne? Ja, da oben ist nichts für die, die sich fragen. Hehe. Da ist bestimmt auch noch was. Nee, tatsächlich nicht. Aber hier kann ich euch sagen, ist was. Duck, 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 duck. Keine Ahnung, wie dieser C4-Glitch geht. Ich bin da zu blöd für. Ist mir auch egal. Ich will es ja auch eigentlich nie mit Glitches machen. Ich war nur eben sauer. Nikita, da sind wir mittlerweile Profis. Ja, rat mal, was euer Girl nochmal machen musste. Diesmal ist mir etwas besser gelungen. Trotzdem sauschwer, ne? Biu, biu, biu. Ding, ding, ding. Ration. Und Keycard Nummer 5. Ne, wisst ihr, wo er jetzt hin muss, ne? Wieder einen ganzen Scheißweg zurück. Wobei, ich glaube, wir haben jetzt hier eine Abkürzung, actually. Das erspart uns einiges an nervigen Laufwegen. Kann das sein? Na, hier haben wir eine Abkürzung können. Könnte mir nur Wege merken, ne? Könnte ich mir nur Wege merken. Das bringt nichts. Also eine Semi-Abkürzung, sag ich jetzt mal. Boah, ist das wirklich eine Abkürzung? Ist doch kacke, oder nicht? Jetzt bin ich ja hier, hier will ich ja gar nicht hin. Ach, genau, also müsste schon wieder die Straßenseite wechseln. Es gibt ja keine Abkürzung, weil diese blöde Grube ist, die uns in den sicheren Tod schickt. Bedeutet, wir müssen wirklich den ganzen Quatsch zurücklatschen. Ja, hier ist auch eine Grube. Das meine ich halt. Spielzeitstreckung Deluxe. Mich stört's nicht, aber ich weiß, dass viele Leute mal abgefuckt sind bei sowas. Das hin und her laufen. Mögen viele nicht. Wie gesagt, mich stört's nicht. Ich fand's jetzt nur nervig, weil. Ja. Sagen wir mal so. Da wurde einiges abverlangt. Von oben könnt ihr ihn übrigens nicht abschießen, außer ihr macht es diagonal. Was ich empfehlen kann, wäre es ein bisschen clunky ist, diagonal im Spiel zu schießen. Es funktioniert, wie ihr sehen könnt, aber ich verhandle das lieber wie ein NES-Titel. Bim, bim, bim. So. Scheiße, jetzt bin ich ja doch hier. Hä, bin ich jetzt im Kreis gelaufen oder was? Ich war mir so sicher, dass es richtig ist. Oh, ich muss nur einen ganz anderen Weg gehen. Ah, ich schneide euch das kurze Moment. Wir müssen durch die ganz andere Tür gehen. Zwar hier am Anfangsbereich durch die linke Tür. God damn. Das meine ich halt, das hin und her. Ich hatte es eigentlich auch so im Kopf, aber bin ich doch falsch gelaufen, weil die Kamera mich distracted hat. Kamera war halt doof. Achtung, Kamerafalle. Oh, apropos. Apropos doof, ne? Dieser Wächter, den habe ich auch gefressen, der hat mich beim letzten Mal schon entdeckt. Schlimm, schlimm. So, jetzt sind wir aber richtig. Richtig! Ja! Denn. Jetzt komme ich nämlich hier runter. Mit der Keycard 5 kommen wir jetzt in die nächste Ebene. Haben wir es eigentlich geschafft? Den ersten Bereich hier. Ja, ne? Scheiße, Nikita Puzzles! Scheiße, Nikita Puzzles! Ja, Snake, ich kann deinen Frust verstehen. Oh, nee, ey. Naja, denke ich, wir spielen hier Super Monkey Ball. So, jetzt. Bum, 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 bum. Dieser Aufzug führt ins Nirgendwo. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Es geht immer tiefer und tiefer und tiefer. Die Deutschbahn der Aufzüge. Tiefer. Ein Schwarzer ins endlose Nichts. Tiefer und tiefer. Ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer, ein bisschen tiefer. Warum eigentlich immer nur tiefer, nicht klaut? Bisschen tiefer, bisschen tiefer, bisschen tiefer. Du, 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 du. Ja, 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 ja. Okay, Snake. Genug rumgealbert.
Leider kommen wir nur zu Stockwerk 50. Ihr könnt euch denken, wo Metal ist, oder? Stockwerk 100. Aha, warum geht der denn so sonderbar? Du gehst ein wenig sonderbar, mein Freund, als würdest du Hindernisse umgehen. Das erinnert natürlich an Meryl, kurz vor Sniper Wolf. Und ähnlich wie damals können wir... Ja, ihr wisst, was jetzt kommt. Minendetektor. Alles voll, ganze Map voller Minen. Ja, moin. Kann, wenn man Bock hat, den hinterher gehen. Sich das merken, worin ich ziemlich kacke bin, vor allem mit der GBA-Sicht. Oder man macht so stylisch wie ich. Und holt sich die Minen ins Inventar. Wie cool ist das denn? Ich hole mir die jetzt alle, bis kommt und da kommt Das hier sind neue Türen. Die Hyper-Sicherheitstüren. Wir haben entdeckt, werden die Türen verriegelt. Besonders gefährlich mit einer Gaskammer, wie ihr euch denken könnt, ne? Wie Bleib schön auf deinem Posten. Was wollt ihr von mir? Hä? WTF? Letzte Chance. Snake, alles gut bei dir? Okay, weiter geht's. Infrarot plus Kameras, ein Traum, der gerade warm wird, ne? Wärmesicht, ja. So manipuliert man das menschliche Hirn. Wir machen jetzt hier den Laden auf. Hallo, die Kamera kommt gleich zurück. Hallo. Ja, und tot, das ist der Gasraum. Ja, danke. Für nichts. Hä, wieso ist gehen? Hä? Was? Ja, komm, ja, Checkpoints gibt's auch nicht mehr. Kurzer Cut. Oh Mann, was für ein Fail-Fiesta. So sehr habe ich ja nicht mal in Snakes Revenge gefailt. Schlimm. So, ihr Lieben, probieren wir es nochmal. Ich weiß echt nicht, wie es gehen soll. Das ist für mich einfach nur Glück. Okay, da oben kommen wir auch lang. Die Kamera wird irgendwann zurückkommen und uns dann vernichten. Und ja, nie entdeckt wirst, ne? Gas und das war's. Reimt sich sogar. Gas und das war's. Ja, toll. Wir müssen natürlich da unten hin, wo die Kamera ist. Lieben wir. Das lieben wir. Du machst den Laden auf, die Kamera kommt gleich wieder zurück. Was ist das kacki, Leute? Was ist das denn? Klar kann ich mich auch in eine Box verstecken, das wo ich das. Das müssen wir, glaube ich, auch. Der war schon die ganze Zeit ein Karton. Hab den nur nicht mitgekriegt, ne? Ding, ding, ding. Diese Spannungsmusik, Ich kann nicht mehr. Haha. I'm the best. Wie wär's, wenn wir nicht das verwenden würden, sondern die Body Armor? Just saying. Der Wächter ist ja interessant. Hier ein schönes Granate. Haben wir noch Munition. 29 Schuss. Ich habe kein Interesse da, mich an diesen Idioten noch vorbeizusneaken. Da war ein Todesschrei. Mein Kumpel ist tot. Kumpel, wo bist du? Ich habe einen Todesschrei gehört. Wo hast du wieder Metal gehört? Sollst du nicht Metal auf Arbeit hören?
komm ich mal auf so einen Scheiß. Ding, ding, ding. Uff. Der Blackout Viper hat auf jeden Fall sein Wachpersonal-Game durchgespielt. Ja, hier werde ich die jetzt eiskalt töten. Die nerven nämlich übelst. Vor allem sind so viele, ne? Da war ich groß in der Kamera. Kamera! Ja, Nikita. Davor habe ich nicht mehr so viel, ne? Gucken wir mal, was da oben ist. Bist du ein Wachtyp oder eine Kamera? Kamera. Kann man so austricksen, wenn man nicht die Chef-Grenades verwenden möchte? Jetzt wird nochmal alles verlangt vom Spieler, von den Spielern. Die Frage ist, sind wir hier richtig oder sind wir hier richtig falsch? Uff. Das wisst ihr noch. Wenn ihr das wisst, ja, ist ja schon wieder so ein blöder Gasraum. Wundert mich nicht. Natürlich ist es ein Gasraum. Ich entdeckt werde, wenn ich... Ja. Und natürlich gehen die Dinger nicht weg. Ich muss den langen Weg außenrum nehmen. Dann will ich jetzt mal kurz in Erfahrung bringen, ob das der richtige Weg ist. Ich konnte es leider nicht in Erfahrung bringen, weil die Karte halt nicht gut ist, die ich im Internet gefunden habe. Dann machen wir folgendes, wir gehen einfach nochmal zurück. Was haltet ihr davon? Damit ich wirklich auf der sicheren Seite bin. Das sieht für mich sehr bewacht und somit richtig aus. Ach komm, ey, du Fatzke. Du dummes Drecks. Oh Mann, ey, so ein Scheiß, ey. Nur weil ich Angst habe, wieder was zu verpassen. Und ihr seht, die Türen gehen nicht auf. Sind komplett am Arsch. Ja, das war übrigens meine Munition. Nett. Schön. Fantastisch. Das war meine Munition. Schön, oder? Das war meine Munition. Finde ich auch klasse. Finde ich genauso klasse wie ihr. Ach komm, ey. So ein Scheiß, ey. Wo kann ich mich hier verstecken? Ah, fang den Snake, fang den Snake. Und schon der nächste Idiot. Ey, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Was soll ich tun? Was soll ich verdammt nochmal tun, um diese Wachen zu entkommen? Du kannst nichts, Mann. Bist einfach geliefert. Apropos geliefert. Das ist die Idee. Hallo. Der stand hier schon immer, der Karton. Das bringt doch nichts. Ach, Mann, ey. Jetzt töte mich. Weißt du, wisst ihr, was ich jetzt mache? Folgendes. Suizidkommando Snake lässt grüßen. Danke. Danke. Das ging nicht mehr. Da war ich gesoftlockt. Oh, guck mal, was ich wieder alles spielen darf. Den ganzen Scheiß von vorne. Bis gleich. Ich habe jetzt nochmal meine Internetkarte studiert. Da geht es zum Aufzug, aber was ist dann hier? Da muss dieser Bereich ja doch optional sein. Ach, wisst ihr was, das nervt. Ist mir egal, ich habe da zwar nicht mehr viel von, aber das muss jetzt sein. Da muss dieser Bereich ja doch optional sein. Guck mal, was soll ich da finden? Sind alles nur Fails? Ich meine, ich war ja schon hier. Es waren jetzt alles Fails von wegen, weil ich wieder paranoid wurde, was vergessen zu haben. Toll, ne? Hallo. 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 Danke. Tschüss. So, jetzt kommt nicht der Quatsch. Weiß ganz genau, was die hier wollen. Kann ich euch sagen. Spielen schon wieder auf dem Virtual Boy, ey. Für Rotlicht. Sieht wirklich aus wie Virtual Boy. Gut, da kann ich jetzt nichts machen.
und mich abschießen zu lassen. Nikita, mal 4. Autsch. Gut, ich hätte noch eine Granate gehabt, aber wer weiß. Vielleicht gibt es irgendwann eine Situation, wo ich die ganz doll benötige. Wer weiß. Ding, ding, ding. Herr Snake. Mich jetzt verarschen oder was? Ich gehe den ganzen Weg, weil ich annehme, dass wir hier richtig sind und wir sind falsch. Wir sind eiskalt falsch. Das kann nicht sein. Ich wollte schon sagen. Ja, die wollen's wissen hier im Endkampf. Zu Ende des Spiels. Die wollen's wissen, kann ich euch sagen. Herr Lahm, ist sowas von egal, hier kommen eh keine Wachen. Tja. Müssen wir wohl in die Tür, was? Ja, kommen eh keine Wachen. Hehe. Ganz witzig, Ziel. Du bist echt witzig. Okay. Gib mal wieder ein bisschen Muni, ja. Von was Muni? Von allem. Ich hab nichts mehr. C4. Das bekommen wir hier natürlich auch nicht ohne Grund. Snake, das Virtual Boy Game. Jetzt auch in ihren Handel. Die Farben Rot-Schwarz auf dem Virtual Boy wurden tatsächlich verwendet übrigens. Weil das stromsparender war. Damals. What? Wie viel C4 willst du anbringen? Snake, ja. Was ist das denn hier? C4-Labyrinth oder was? Das hat auch was von Snake's Revenge. Leider. Ob ihr wollt oder nicht. Nee, ich mach der Snake's Revenge. Bin wahrscheinlich der Einzige. Es hatte seine blöden Stellen und seine Tücken, aber das wirklich enjoyed. Ja, ich glaube, hier werden wir mal wieder 13 abschießen. Das tut mir leid. 1, 2, 3. Wah! Wah! Was zum... Schleier mich erstmal in den nächsten Raum. Bis in die Endlichkeit und noch viel weiter. Oder so ähnlich. Ganz Next Ranch wäre jetzt hier eine Fallgrube gewesen, ne? Wollte ich mal angemerkt haben. Hier ist niemand. Ja, die Schüsse waren nur Illusion. La 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 la. Tschüss, Mann. Hier mal eine Fallgrube bestellt. Da kommt jetzt so einer. Ja, fang mich doch. Fang den Snake. Fallgrube. Mag mich am Ende doch und hat mich beschützt. Aus Feinden werden Freunde. Gut, aber die Granate endlich auch mal gesehen. Sieht für mich alles gleich aus. Sah jetzt aus wie C4 für mich. Ihr lacht. Für mich sah es grau aus wie C4. Spielt so keine Rolle. Keine Ahnung. Spielt so keine Rolle, weil wir eh alles sprengen müssen, was laut ist. Warum kommt der Julian jetzt? Hat sich über die Fallgrube geportet oder was? Fliegen gelernt. Schweben wie Spyro the Dragon oder was? Ja, guck mal, hier haben wir den Spaß, oder?
Bamstabam. Und hier können wir echt die letzte Streugranate nutzen. Weil hier noch irgendwas liegt. Und zwar so welche Keycard Nummer 6. Bewacht von... Oh mein Gott, wie lächerlich. Metal Gear, das Stealth Game. Und Cecile dachte, sie wäre John Rambo. So, jetzt probiere ich die Schockgranaten aus. Heil mich. Ach, hier ist gar nicht mehr dunkel. Hey, ganz ehrlich, wenn die weiter sind, kannst du nichts mehr machen. Oh. Stellt sich aus, die Schockgranate ist geiler als gedacht. Die ist ja richtig geil. Was ist das denn? Die ist ja richtig cool. Ja, und diese Keycard brauchen wir, um in den Aufzug zu kommen. Jetzt müssen wir hier nämlich wieder durch. Katting! Hallo! Und besser nicht entdeckt werden, weil dann werden wir wieder vergast. Ist ja nicht so cool, ne? Doch, wir wollen, dass du vergast wirst, okay. Klar, ihr wollt es. Ich auch nicht. Guck mal, jetzt kommen wir nämlich hier raus. Die Tür, die nicht aufging, das war so eine Level 6 Tür. Mal auf den Laden. Danke. Mal auf den Laden. Danke. Tschüss. Wait. Wir sind falsch. Wir sind nach unten, Leute. Oh, dass die Kamera mich nicht gesehen hat, war ein Geschenk. Ein Geschenk für einen Schutzengel oder sowas. Was war das denn? Die hätte mich sehen müssen. Guck mal, jetzt sind wir ja schon in diesem Rotlichtmilieu. Nehmen wir auch den passenden Karton dazu, ne? Ja. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Langsam komme ich mit dem Menü klar gegen Ende des Spiels. Fantastisch, oder? Ah, jetzt ist er hier wieder durch. Lieben wir. Den Raum habe ich auch ein bisschen gefressen. Sag ich euch ganz ehrlich. Schon mal schön die Buddy-Arme ausrüsten. Sehr optimistisch. Ich weiß. Wenn ich mich für einen John Rambo-Mode entscheide, entscheide ich mich für einen John Rambo-Mode. Spaß. So. Es lief doch super. Haben nicht gleich so. So, und hier müsste jetzt nur der Lift sein, ja. Boah, was ein langer Part. Es wird heftig. Das ist das erste Mal, wo ich das mitten in der Mission beende. Kann ich euch sagen. Ich hab da schon so einen Abschnitt im Kopf. Scheiße, war der jetzt. Kein Scherz. Aufzugmusik! Bam, bam, bam. Sie erreichen bald Ebene 99. Und dann Ebene 100. Oder so ähnlich. Ich habe gehört, dass es einen Zwischenfall gibt. 4 Leute, die sich im Aufzug angreifen. Nein, wir sind nicht bei mir. Ihr 2 Solid Snake. Und auch nicht bei Metal Gear Solid. Aber kommt nicht nach Ebene 99, kann ich euch sagen. Hier müsste jetzt Ende sein, ja. Bei 98. Cool ist das, Metal Gear. Was ein Cliffhanger. Hier beende ich diesen Part. Die Mission ist nicht abgeschlossen, das ist mir bewusst. Aber ich beende den Part. Haha, weil ich gemein bin. Ich habe meinen Core-Deck gebrochen. Mein Codex. Mein Ehrenkodex. Sag ich schon Codex. Danke, Metal Gear. Ruf nochmal die Leute an und dann was. Ja, lief semi-okay. Wir haben ein paar nervige Stellen, aber es ging eigentlich. Gedacht, es dauert noch länger. Jindra erlangte seine Unab... Hatten wir schon, glaube ich, zumindestens. McBride. Du wiederholst dich. Wie kommt es dann zu den Gerüchten, dass du ihn getötet hättest?
Ich weiß es nicht. Es begann einfach, die Runde zu machen. Ich vermute, dass ich stets besonders geschickt dabei war, mir Feinde im Umfeld zu machen. Wenn ich eine Liste von Verdächtigen aufstellen sollte, müsste ich wohl bis zum jüngsten Tag zählen. So ist es, wie Gerüchte entstehen. Ja, aber dieses Gerücht hat zumindest eine Person getötet. Hä? Meine Mutter. Sie beging Selbstmord. Sie hörte, dass ihr Junge seinen kleinen Bruder getötet hatte. Darum starb sie und mein Vater bedrohte mich mit einem Messer. Wow! Mit einem Messer! Stan, ein stumpfes Brotmesser? Oder kommt er direkt mit so einem japanischen Sushi-Hackebeil? Das ist die Geschichte, wie ich meinen Nabel über meine rechten Augenbraue bekam. Ja, dann war die Sache wohl geritzt. Badum-tsch. Ich glaube ihm irgendwie nicht. Die vom Black Chamber sehen ja alle so vernarbt und zugerichtet aus, sag ich mal. Es war töricht von dem alten Mann, es gegen einen aktiven Söldner zu versuchen. Und das in seinem Alter. So, dein Vater hat also... Ich hatte einen kurzen Kampf mit ihm, nachdem er mich angestochen hatte. Ich vermute, dass ich nicht vorsichtig genug war. Er ist immer noch im Rollstuhl. Ich dachte, er ist auch tot. Ne, im Rollstuhl, wie die End. Seitdem habe ich nichts mehr, um das ich mich sorgen müsste. Oh, das ist hart gesagt. Aber ich bin immer noch am Leben. Ja, für mich echt der interessanteste Codec immer. Hat am Anfang viel Quatsch gesagt, aber jetzt immer diese tiefgründigen Sachen. Ich weiß selbst nicht, warum. Vielleicht, damit du dich immer noch selbst fragen kannst. Weil es vielleicht doch eine Antwort gibt. Uff. Der Wiesel, ey. So, Campbell, wir sind hier. Zumindest fast. Sieg, Regie ist dort unten. Wow, gut aufgepasst. Hier ist es. Das Ziel liegt direkt vor dir. Konzentrier dich. Ja, was soll ich jetzt machen? Da ein paar Granaten runterschmeißt, sowas, Campbell. Du bist lustig. Das ist doch verkloppt, der Typ. Was ist los, Nick? Hast du dies schon einmal gehört? Dr. Copplethorn sagte. Mailing, du bist. Mach dir nix draus. Erzähl mir lieber etwas über dich. Über mich? Zum Beispiel, warum du wieder in den Kampf gezogen bist. Ich hörte, dass du nicht mehr in der Armee seist. Hat der Oberst dir das erzählt, der Colonel? Und noch einiges anderes. Was zum Beispiel? Zum Beispiel die Geschichte von der Heiztuch-Unterwäsche oder die von den gegrillten Käfern. Hä? Was? Was denn sowas auch? Dieses Plappermaul. Also, warum bist du zurückgekommen? Ich musste unbedingt etwas erledigen und beschloss, nicht mehr fortzulaufen, mich meinen Ängsten zu stellen, mein Schicksal zu akzeptieren. Das alles. Und danach? Danach? Wenn alles vorüber ist, was wirst du dann tun? Das ist eine Einladung zum Date. Ich glaube, da wirst du ein bisschen zu langsam, Mailing. Er hat sich schon für Chris entschieden. Darüber habe ich mir noch nicht nachgedacht. Wenn ich diese Rechnung begleichen kann, habe ich mein Ziel erreicht.
shit, oh shit, Leute, ding, ding, ding. Hört ihr es? Es hat geklingelt, der Part ist zu Ende. Ding, ding, ding. Ja, das große Finale gegen Metal Gear. Beim nächsten Mal, Leute, Daumen hoch. Falls euch gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne pausieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Der nächste Part wird episch. Auf keinen Fall verpassen. Bis denno. Denno. Stay awesome. Eure. Tschüss hier. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du immer noch nicht genug von mir hast, dann kannst du hier auf die Playlist des Projekts klicken. Da findest du alles, was mit diesem Projekt zu tun hat. Hier kannst du draufklicken. Da ist eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier oben kannst du den Kanal abonnieren und somit in Zukunft nichts mehr verpassen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ciao!